mir gar nichts, dass ich das weggeschlagen habe, okay. Ist hier irgendwo eine Katze? Mietz, 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 Mietz. Mietz, Mietz, Mietz. Ah, das ist das, okay. Irgendwo muss noch eine Katze sein, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade nicht so den Bock drauf, komplett South Park danach abzusuchen. Mal schauen mal, was Jimbo im Angebot hat, Leute. Ich habe neue Ware reinbekommen, schau dich um. Na, howdy! Du bist ein klasse Superheld. Man kann nie genug Survival-Equipment haben. Das kommt mal kurz. Was von denen habe ich zwei verkauft gehabt? Bring noch mehr Verbrecher zur Strecke, Wunderarsch! So. Haben wir eigentlich von City Workshop gemacht? Auch nicht, okay. Schauen wir mal kurz rein. Neue Gegenstände auf Karte, sehr besonders. Oh, hallo, nur netter City Walk Besitzer. Nein, nein, kein Ninja. Bestellung bitte. Wow. Erlaubt dir es dir, dein Kopfgeld auf eine angemessene Summe aufzuheben. Nach dem Kauf stehen alle Ninjas sämtlich hat und da zeigt ihr den South Park ein. Okay, bye bye. Ja, weil ihr ja $5000 habt. Wohin des Wegs? So, ich kann jetzt eh nur zum Freedom Pals Hauptquartier. Fantastisch! Von daher, dahin. Bitteschön. Danke. Ich wollte dir nur danken, dass du den korrupten Polizeichef erledigt hast. Dank dir bin ich jetzt frei. Wenn du irgendwann Hilfe brauchst, komm einfach zu Classy. Mit einem I und einem kleinen Schwanz, der am C hängt und das L aus dem S fickt. Classys Brenner, okay. Königin der Fahrerflucht. Ah ja. Das ist ein neuer Verbündeter, was wir beschwören können im Kampf. Müssen wir dann mal antesten. Beim nächsten Massenfight. Was ist hier los? Er ist futsch! Der Plan ist weg, Mann! Timmys Franchise-Plan. Man kann ja kaum noch was erkennen. Die kommen wohl in der Nacht und haben das Sicherheitssystem geknackt. Timmy. Wer zum Teufel tut sowas? Ich wette, das waren die Sechstklässler. Nur die haben so wenig Stil. Nein, das war jemand, der uns persönlich treffen wollte. Ja, Siri. Eine neue Videonachricht. Spiel sie ab. Vollbild. Wo sind wir hier? Hey, das sind doch Wunderarschs Eltern. Das ist eine Nachricht an Kuhn and Friends. Fuck, verdammt. Sieht aus, als hätte ich was, das der Neue will. Trifft sich gut, denn der Neue hat was, das ich will. Connor, dieser Hurensohn. Ich hätte dir einen Handel anzubieten. Wie sieht's aus, Neuer? Hör zu, junger Mann, du steckst in großen Schwierigkeiten, wenn...
Hör zu, junger Mann, du steckst in großen Schwierigkeiten, wenn... Da! Da! Der schlägt mich! Hast du das gesehen? Geh nach draußen und mach dann genau, was ich dir sage. Oder du siehst deine Eltern nie wieder. Und beeil dich, sonst gibt's noch mehr hiervon. Wo sind sie, Fettarsch? Wo ist wer, Jumenkeit? Wunderarschs Eltern, wo sind sie? Woher soll ich das wissen? Scheiße, du steckst dahinter! Du hast Wunderarschs Eltern entführt, weil dich unsere Verbindung zu den Freedom Pearls ankotzt! Nein, ich will dieses Franchise mehr als sonst wer. Sag's ihm, Leute! Du hast 5 Sekunden, Cartman! Ich bin auf deiner Seite, Wunderarsch! Du glaubst mir doch, oder? Ich beweise meine Unschuld, Wichser! Los, schnappen wir uns den Fettarsch! What the fuck? Was hat er gesagt? Oh, wir haben eine neue Fähigkeit. Hast du jetzt uns alles... Wow! Wir können einfach so unsere Kräfte ändern. Ja, geil. Coole Sache. Wir wechseln mal ganz kurz auf die, was wir noch nicht haben, damit wir dann zu Ding gehen können. Bei sagt schon. In Raisins, dass wir da die restlichen Sachen holen können. Dann wechseln wir wieder zurück auf unser normales Setup. Weil ich finde es eigentlich so ganz cool, wie wir es jetzt gerade haben. Aber wir holen uns die restlichen Selfies beim Raisin. Okay, Neuer. Ich sag dir jetzt, wo du hingehen sollst und da gehst du auch hin. Zu Fuß, verstanden? Kein Schnellreisen. Geh zu dem Ort, wo die Leute ihre Kaffeesucht befriedigen. Schnell. Tick-tack, tick-tack. Shit. Genau jetzt muss es natürlich deaktivieren. Das heißt, wir müssen erst wieder zurück. Wir hatten hier Gadgetmeister. Elementarist. Pflanzmagier. Ja. Und was war das? Genau, hier. Blaster. Wartet mal kurz. Können wir uns noch von Dr. Timmy den Charakterbogen anschauen? Nochmal. 5-mal verfügbar. Noch 4-mal verfügbar. Noch 3-mal verfügbar. Noch 4-mal verfügbar. Okay, ich muss anscheinend aber hier finden. Ne, hier war das nicht. Wo war denn das? Doch, hier ist nochmal der Charakterbogen. Ah. Schauen wir uns mal kurz Dr. Timmy an. Wo bist du? Spinne ich jetzt? Dr. Timmy ist doch nicht dabei. Egal. Auf zu... Sagen Leute, Tuchel stiften oder Verunordnung sorgen. Dann kommst du jetzt die Chaos-Boss jetzt da. Machen wir den Meister stolz! Eure Kostüme sind so schrottig. Die würden sich auf jeder Comic-Con wie zu Hause fühlen. Wow, komm mal im Jetzt an. Selbst bei frühen Doctor Who-Folgen sahen die Effekte besser aus. Lauf heim zu Mama, du Schwachmat! Mikroaggression! Schlag ihn! Boah, wieder mal so lange eine Mikroaggression. Die haben ja ziemlich selten... Verneig dich vor dem Chaos, Dummkopf! Ja, nice. Donnerlittchen! Ihr kleinen Cosplayer solltet mal an euren Stunts feilen! Ich hab 5 Balken!
Stecken und einen vollen Akku. Los geht's! Wenn du drauf gehst. Brutal! Wenigstens weiß ich, dass es nicht langweiliger werden kann. Hier kommt Mysterion. Das hat gesessen. Immerhin ein Kit. YOLO! Jetzt Blut spenden, das wär's. Au. Hey, sind das echte Special Effects oder animierte? Okay. Ah, ein Sturm zieht auf! Wassermarsch! Damit! Aber immerhin. Immerhin ein Großteil schon mal geheilt. Ich übernehme das, Leute! Gedachst! Phone is blowing up! Das ist der langweiligste Superheldenkampf ever! Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden. Keine Gnade. Sektion, aber mit Inklusion. Sehr gut. So, wir müssen zu Tweaks. Wenn du da ankommst, siehst du einen Typen in einem roten Hemd. Sprich ihn an. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Diese neuen... Oh, wow. Das ist dieser Selbstjustizler. Bist du ein Held oder die Geißel der Menschheit? Mann, der Kaffee macht mich total kirr. Hallo? Ist für dich. So ist brav, Neuer. Aber jetzt mache ich dir ein bisschen schwerer. Statt dir zu sagen, wo du hin musst, gebe ich dir ein Rätsel. Bereit? Der Tod kommt dort in vielen Facetten. Finde den Laden, um deine Mutter zu retten. Alter, ich bin so breit von dem Zeug. Oh, von mir aus. Fertig? Ich hoffe, ich sehe nicht zu high aus. Boing, ding, 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 ding. Ha! Du glaubst, du kannst überlisten, Shitty Ninjas? Oh, glaub nicht, du kannst weglaufen vor Shitty Ninjas. Denn weißt du, Shitty Ninjas haben immer einen Plan B. Du hast viele Feinde gemacht in Staat, Selbstjustizler. Und jetzt? Du musst dich stellen, allen gleichzeitig. Gruppenführer, King Diaoma! Sechstklässler! Raisin Skulls! Sie klauen uns unsere Jobs! Krebsmenschen! Selbstjustizler, alle sauer auf dich! Wow! Und bereit machen für Sterben! Du mobbst also Sechstklässler? Echt uncool. Zeit für Sterben. Wow. Ihr seid alle so interessant. Anders als die Loser, die wir sonst immer vermöbeln. Oh Gott, bin ich dran? Okay, interessant. Interessant. Oh, der Name, Leute. Oh, shit, nein. Ja, Bitch, du bist tot. Oh Mann, ich hab Zug. Oh Gott. Das nächste ist Raisin Skulls. Wir haben die mal zurück.
deine Nummer. Call Girl ist kein Passwort zu komplex. Nächstes Mal, du umleitenden Schwung von Feind auf Feind. Was schwafelst du? Oh oh. Das lasse ich nicht zu. Sorry, aber den Zug lasse ich jetzt nicht zu. Der Furz hatte es so richtig in sich. Sieht aus wie Krebs. Hilf den Menschen. Hier kommt dein Tod. Angriff aus dem Hinterhalt. Du brauchst doch Ninja-Training. Ich gebe Gutschein für schöne Rabatt. Nicht schlecht für einen Chinesen. Hey, ich war echter Japan-Ninja, verdammt! Ja, mach sie fertig! Ich zeig euch, wie man richtig auf die Kacke haut. Ah, sehr gut, so trifft er alle. Ist einfach die effektivste Ulti in der Situation. Immer da, jo. Kimi no chikara wo boku ni chōdai. Ah, futari de issho ni ikou. Afure dashita Eros wa hitotsu tonari sekai wo mikasu. Und fertig. Mit Chikanas Hut. Wirklich. Wirklich, Leute. Stellt sich mir nur die Frage, wo ich hin muss. Arschlord, ich bin's. Der Tod kommt in vielen Facetten. Was soll das heißen? Wir müssen das Rätsel lösen, Connor zusammen ausschalten und unsere Unschuld beweisen. Und hey, danke, dass du als Einziger an mich glaubst. Hey, ich habe die Ereignisse verfolgt. Ich versuche, Cartmans Position zu bestimmen. Tu erstmal, was er verlangt, damit er keinen Verdacht schöpft. Könnte es das Altersheim sein? Da rechts oben ist sogar noch die Farm, Leute. Der Weg nach Kanada ist aber gesperrt. Freedom Pulse, hier spricht Super Craig. Keine Spur von Cartman im Park. Und auch keine Spur von Cartman im Raisins. Mosquito, mach keinen Scheiß, raus da! Sag's mir einfach nicht, wenn du rammelnde Rentner erwischst. Spart mir den Papier. Die klauen mir hier mein Spielautomaten-Kleingeld. Ich nehme Mittagsbrett nicht so entgegen. Wie bitte? Hast du was gesagt? In meinem Alter kann man alles... Ja, geh nur. Wie alle anderen auch. Der Tod kommt in vielen Facetten. Wo könnte es noch gemeint sein? Was für ein Outfit, Süßi! Bist du mit meiner Tochter Bibi befreundet? Weißt du, was spaßig wäre? Ein Make-up-Selfie! Nur oh für Make-up-Interessierte! Oh Gott! Unglaublich! Ich werde dir... Finde den Laden, um deine Mutter zu retten. South Park hat viele Läden. Welcher verkauft den Tod? Der hier? Du bist nicht der erste Promi hier, Verbrechensbekämpfer.
Du kommst bestimmt wieder. Nee. Ich muss jetzt alle Geschäfte abrennen. Ich habe leider keine Ahnung, woher damit gemeint ist. Aha, der furzende Selbstjustizler. Kannst du mir kurz ein paar Fragen beantworten? Du wünschst wohl, du hättest dein großes Arschloch nie aufgemacht. Ich hätte gern ein Selfie mit dem furzenden Selbstjustizler. Sehr gerne. Juhu! Check Brolin. Perfekt, ich behalte dich im Auge, Selbstjustizler. Mhm. Mach das. Diese neuen Freedom Pearls klingen wie ein äußerst fähiges Superhelden-Team. Ich gehe einfach mal alle Shops ab, weil ich bin gerade ein bisschen ratlos. Die Mobile war ich schon. Noch eins? Warum nicht? Ja, habe ich schon. Okay. Halt meine Tochter aus deinen Furzgeschichten raus. So. Ja. Der Tod in allen Facetten, meint der einen Waffenladen? Ah, Chimbos. Ich Idiot. Ich hätte geil drauf kommen sollen. Ich hab nur mal auf einen entscheidenden Hinweis im Spiel gewartet. Ich stand jetzt echt auf dem Schlauch, Leute. Hey Süßi, krieg ich einen Kuss? Nein. Du schlägst doch gern, Mädchen. Nein. Aber da wir jetzt hier beim Raisins sind, will ich mal ganz kurz die Kräfte umtauschen, dass ich die restlichen Sachen habe von den anderen Sachen. Cyberkoptischer, die Psionika fällt noch und der. Okay, Assassine fällt auch noch. Was hat der denn an? Psychiker? Dann hast du dieses Selfie sicher kommen sehen. Auf jeden Fall. Das heißt, ich kann jetzt die Psychiker-Fähigkeit weghauen. Und durch die Tiermenschkeit war das letzte, oder? Gadget haben wir, Pflanzmagie haben wir ja schon. Einer Kampfsportler war das. Kriege ich noch ein paar Fun Fries? Keine Arschtritte, Brutalist. Ha? Machen wir ein Foto. Juhu! Danke, wir sehen uns. Oh, du bist ein Assassine? Machen wir eins. Juhu! Jetzt kann ich dir mal die ganzen Leute hier abgrasen. Geil, ich und der Assassine am Chillen. Du bist echt schnell und echt schwul. Hey, such mich auf Instagram. Tut mir leid, ich folge nur Pflanzmagiern. Habe ich erst Pflanzmagier, war ja anscheinend noch nicht da. Ah ja. Jetzt kann ich eigentlich wieder meine normalen Sachen einsetzen, oder? Das heißt, die Ulti. Was hatten wir hier? Das Einfrieren nochmal. Was ist das, oder? Y? Ja, Y. Mehr Blaster-Fähigkeit noch.
finde die Kombo ganz cool. Die gut, Pflanzmagier, machen wir eins. Hast du alles? Gut. So, jetzt hörst du mal du. Jimbos Guns, du Spaß, der Waffenladen. Ja, ja. Sorry, mir gefallen nur Brutalisten als Superhelden. Wie wär's mit Pisasas mit extra Spucke? Kann ich arrangieren. Ja, ich schieße nur Selfies mit Karate-Kid-Superhelden, die viel Trinkgeld geben. Okay, Karate-Kid, das heißt... Warte, wir tauschen ganz kurz. Das Einfrieren gegen... Ja, Kampfsportler oder das. Gut, Karate-Kid, bringen wir es hinter uns. Danke, Hase. Bis dann. So, verzeiht das jetzt, dass ich ein bisschen rumgetue. Aber jetzt haben wir wenigstens mal alle durch. Sein war hier. Was sind denn der was hat denn eigentlich Karate? Kampfsport dann noch? Nur. Okay. Auf Instagram? Oh mein Gott, ich habe mir total süße Flauschstiefel gekauft, weil ich immer so kalte Füße habe. Wozu haben wir überhaupt Füße? Hey Süßi, es gibt neue Sachen. Der Pedosäbel. What the heck? Ciao, Süßi. Alter. So. Lasst schwule Fische sein. Klar, dass du das nicht verstehst. Wie könntest du auch? Lasst schwule Fische sein. Die ganze Zeit dieselbe Frage. Was wohl der schwule Fisch gerade macht? Das ist meine... Da gibt's Selfies. Der kleine Verbrecher schräg. Nee, wirklich nicht. Ich mach sonst keine Bilder mit Fans, aber du hast meiner Mama auf ihrem Weg in den Himmel geholfen. Ein schwuler Fisch. Oh Mann, was für ein gut aussehender schwuler Fisch. Klar, jedes Samen. Kind will ein Foto mit Seemann. Mit Samen. Alle lieben Seemann. Dieses Bild wird viele Likes bekommen. Mhm. Right now. I sharpen my ninja staff for nothing. Ja. Ah, du hast mein Rätsel gelöst. Bist gar nicht so dumm, wie ich dachte. Siehst du diesen Typ da drüben? Mach ein Selfie mit ihm. Jetzt, oder deine Mom leidet. Verbrechensbekämpfung ist kein Spiel. Deinetwegen stirbt noch mal jemand. Du bist nah dran, Neuer. Aber um mich zu finden, musst du noch ein Rätsel lösen. Ich bin ein Ort, wo Sitze an Ketten baumeln. Teils Wüste, teils Dschungel. Ein Ort zum Taumeln. Der Kinderspielplatz. Petty Mucksack. Also ich vermute mal, dass der Kinderspielplatz damit gemeint ist. Vor allem darf ich nicht schnell reisen, das ist das nächste.
schwierig. Ich hoffe, geht auch richtig. Nee. Einfach da entlang würde es komplett reichen. Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Aha. Wie hast du mein Rätsel gelöst? Du bist so schlau, da werde ich richtig neidisch. Gut, siehst du die Frau da? Red mit ihr. Mach ein Selfie mit ihr. Mach schon. Es tut mir leid. Er hätte auf meine Veranda gekackt. Was sollte ich denn tun? Wir haben eben die Veranda gereinigt. Ich musste gehorchen. Das sollte reichen. Tut mir leid. Jetzt habe ich, was ich brauche. Mach's gut. Ich habe ihn geortet. Alle seine Nachrichten kamen aus dem Gemeindezentrum. Ihr habt sie gehört, Freedom Pearls. Los zum Gemeindezentrum! Sorry, ich bin einfach nicht in der Stimmung für ein Selfie. Ich habe Angst um meine Kätzchen. Ja. Okay, ich weiß schon, für was Mitch Connor hat uns da aus. Der hat unsere Reichweite einfach ausgenutzt. Der Sack. Wohin deswegs? Weil wenn man so die Tweets anschaut auf Instagram. Gehen wir kurz zur Schule. Fantastisch! Wir sehen uns. Er hat also einfach unsere Reichweite mal ausgenutzt. So. Ich hätte mal gesagt, das nächste Mal sehen wir uns dann, wenn wir uns also ins Gemeindezentrum stürmen. Ihr seht es ja schon. Die Leute posten schon Blödsinn, dass Mitch Connor Bürgermeister werden will. Kommt her, Mitzis! Hier, Mitz, Mitz! Das war genau wahrscheinlich sein Plan. Ich sag danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei South Park. Und bis dahin, ciao.